Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Produkt-Review und zwar, wie ihr unschwer in dieser Tüte und am Titel erkennen könnt, handelt es sich diesmal um den Laden Teddy. Übrigens, bevor ich es wieder vergesse, möchte ich an dieser Stelle gerne die Chloe Mina grüßen. Liebe Chloe, danke für deine tollen Worte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du Teil des Teams bist. Bleib auf jeden Fall dabei, ich würde mich unheimlich freuen. Wenn du das nächste Mal auch gerne gegrüßt werden möchtest, dann schreib es einfach in die Kommentare, lass ein paar liebe Worte da, sag, dass du gegrüßt werden willst. Und ja, vielleicht bist du im nächsten Video dabei, aber lass uns jetzt wirklich mit dem Video anfangen. Nochmal danke, Chloe. Also, ich weiß, ich habe in letzter Zeit schon sehr, sehr, sehr viele Produktreviews gemacht, aber ihr scheint es zu mögen und mir macht es auch Spaß, also warum nicht? Ich bin vor einigen Wochen, also schon etwas her, zu Teddy gegangen und habe mich da mal ein bisschen umgeguckt und mir einige Sachen gekauft, die entweder wirklich fragwürdig, billig aussahen oder die einfach super interessant aussahen. Ihr werdet das gleich sehen. Ich möchte aber vorweg nur einmal sagen, dass ich manche Sachen, die ziemlich normal sind, für Künstler nicht gekauft habe, wie zum Beispiel Bleistifte oder Radiergummis. Einfach weil Teddy auch sehr viele etablierte Marken vertritt, wie zum Beispiel Pelikan oder auch Faber-Castell. Und ich finde, da kann man sich schon ein gutes Bild zu machen und ich würde die natürlich auch am ehesten empfehlen. Ich habe jetzt nur Sachen von Teddys Eigenmarke gekauft. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber überall steht Handmade drauf. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass Teddys Eigenmarke Handmade ist. Ich habe leider nichts dazu im Internet gefunden. Verbessert mich also gerne in Kommentaren, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, ich hab recht. Ich will euch gar nicht zu lange aufhalten. Ich würde sagen, wir packen das ganze Ding mal aus. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mit dem größten Ding an. Und zwar sind das die Textilstifte vom Teddy. Und guck, hier oben steht Handmade. Diese Textilstifte, das sind 12 Stück. Sie haben 6 Euro gekostet. Und ja, ich weiß auch noch die Textilstifte. Ich wollte sie gerne mal ausprobieren. Ich möchte insgesamt mehr rund um das Thema Klamotten machen. Also so ein bisschen Klamotten aufpeppen, hübscher gestalten. Ich kann zwar gar nicht nähen, aber ich kann malen. Und man kann auch T-Shirts malen. Und weil wir schon beim Thema Klamotten aufpeppen sind, da habe ich auch mir direkt, wo sind die anderen, das hier geholt. Die 3. Und dementsprechend auch so ein Ring, um den Stoff drin einzuklemmen. Tut mir leid, weil ich die Fachbegriffe nicht kenne. Ein Stickrahmen. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nie gemacht. Aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Das heißt, bei diesen Sachen und auch bei den Textilmarkern wird es natürlich nicht wirklich ein Produktreview sein, wo ich es mit den guten Sachen, die ich persönlich zu Hause besitze, vergleiche. Aber einfach generell meine Meinung dazu. Ich glaube, damit könnt ihr auch was anfangen. Aber wenn ihr wirklich eine professionellere Meinung haben wollt, dann habe ich erstens ein paar Pinsel. 1,50 für 6 Stück. Ich finde, die sehen auch sehr schön aus, sehr sauber. Die Härchen sind gar nicht so durcheinander gewurschtelt, wie man das sonst so bei Billigmarken kennt. Dann habe ich mir noch 12 Acrylfarben geholt. Ich bin momentan total im Acrylfarben-Vibe. Deswegen würde ich sagen, habe ich da schon eine gewisse Ahnung und ein gewisses Gefühl für. Deswegen könnt ihr da auf meine Meinung zählen, würde ich sagen. Das sind 12 Farben für 3 Euro, also. Und was gehört zu Pinsel und Farbe? Natürlich eine Leinwand. Und dann zwei verschiedene Leinwände. Einmal so klein mit einem Ständer. Ich glaube, die haben wir alle schon mal bei Teddy gesehen. Ich finde die total süß und ich dachte, für einen kleinen Test ist das die perfekte Größe. Aber ich habe noch eine Leinwand gefunden. So was habe ich noch nie zuvor gesehen und ich fand es super cool. Und zwar ist das die hier. Guck, das ist so eine bräunlichere Leinwand. Ja, finde ich total cool. Ich wollte mal gucken, wie es sich da drauf malt, ob es gleich ist. Und einfach generell, man kennt es ja auch vom Papier, dieses gebräunte, getönte Papier. Darauf sticht Weiß ja mehr hervor. Deswegen wird es wahrscheinlich auch hier so sein. Deswegen freue ich mich auch sehr auf diese Leinwand. Aber auch hier bei Teddy kann ich sagen, dass ich oft Leinwände dort kaufe. Also meine ganzen Leinwände, die hier stehen, sind entweder von Teddy oder von Action. Wenn man Leinwände gut primet, dann kann man überall drauf malen. Natürlich, sie sind nicht so schön dick und stabil wie die teuren. Aber sie halten dein Gemälde. Und dein Gemälde ist letztendlich die Kunst und nicht die Leinwand. Natürlich ist eine Kombination aus beidem wunderschön, aber es ist nicht notwendig. Genau, ich habe noch eine Farbe, nämlich dieses Metallic. Und ja, ich weiß, der klebt ein bisschen Geld dran, aber das war schon im Laden so. Aber ich dachte, who cares? Ändert ja nichts an dem Inhalt. Ich liebe generell so außergewöhnliche Farben. Und da wir schon bei außergewöhnlichen Farben sind, ich habe das hier gefunden. Das ist nachtleuchtende Farbe. Oh mein Gott, Leute, wenn das funktioniert, dann male ich Sterne an meine Decke. Wenn ich die Wohnung in Inhalt weiter von mir, da sage ich es aber keinem, wenn die Leute dann die neuen erste Nacht hier schlafen, denken die sich auch so. Ah. Ein paar Nadeln, weil ich habe keine Nadeln. Die werden es bestimmt tun, aber mir ist aufgefallen, dass entweder einmal hier schon kaputt umgeklickt ist oder das gehört sich so. Wie gesagt, ich bin absolut nicht gut oder nicht bewandert im Bereich Nähen.
und Sticken und so, aber ich möchte es unbedingt lernen. Dann habe ich mir noch ein paar Beutelchen geholt, weil man muss ja irgendwo mit den Textilmarkern und mit dem Stickgarn drauf arbeiten. Und ich weiß, das bricht ein bisschen die Regeln, aber ich habe mir auch zwei T-Shirts geholt und die sind nicht von Teddy, sondern die sind von Kick, aber ich persönlich finde Kick und Teddy immer im Doppelpack vor, also überall, wo Teddy steht, findet sich auch in unmittelbarer Nähe Kick. Das heißt, ich werde eigentlich auch ein bisschen indirekt diese Kick-T-Shirts testen. Oder besser gesagt, ich werde einfach auf diesen Kick-T-Shirts arbeiten und ja, da sie auch billig sind und wenn du ein Teddy hast, wirst du wahrscheinlich auch einen Kick in der Nähe haben, ist es, glaube ich, gar nicht mal so unvorstellbar, dass ihr diese T-Shirts dann auffinden könnt. Genau, das waren die Produkte. Oder das sind die Produkte. Ich habe sie noch nicht getestet. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Sachen an, die ich bereits kenne, damit die Leute, die wirklich eine ehrliche, professionellere Produktreview haben wollen, nur diesen Teil des Videos gucken wollen und alle anderen, die ein bisschen sehen wollen, wie ich struggle mit ein paar neuen Sachen und generell mal die Sachen ausprobiere, die können einfach weiterschauen. Also ja, fang an mit den Acrylfarben. Los geht's! Ich fange heute mit dem kleinen Gemälde an. Hierfür benutze ich die Acrylfarben sowie die Pinsel und die kleine Leinwand logischerweise. Einmal allgemein vorweg gesagt, die ganzen Sachen machen einen wirklich guten Eindruck. Ich habe auch wirklich nur Sachen gekauft, die auf den ersten Eindruck wirklich gut wirkten. Ich möchte Teddy nicht irgendwie schlecht machen oder schlechter reden als es ist und habe extra irgendwie schlechte Sachen gekauft. Also anders gesagt, ich habe nur Sachen geholt, die wirklich meiner Meinung nach absolut legitim aussahen. Und zu dieser Meinung stehe ich immer noch. Ich habe nach dem Auspacken auch noch mal genau angeguckt und die Qualität ist wirklich schwer in Ordnung. Es fehlt absolut gar nichts, nichts ist kaputt oder sonst was. Und es gibt vor allem bei den Pinseln und bei der Farbe eine riesengroße Auswahl, wo ich echt zufrieden mit bin. Beim Motiv habe ich mich für eine kleine Biene entschieden, denn so eine kleine Biene hat sehr, sehr, sehr viele Details und vor allem auch sehr viele Kontraste. Zudem finde ich einfach, dass die Größe der Biene gut zum Format passt. Und ich möchte ja trotzdem irgendwie ein schönes Bild am Ende in den Händen haben. Denn wenn man ein schönes Bild am Ende in den Händen hat, dann findet man automatisch direkt auch die Materialien besser. Und ja, zu guter Letzt, Bienchen sind einfach süß. Ich finde Bienchen toll. Ich wollte ein Bienchen haben. Deswegen male ich jetzt ein Bienchen. Ich habe mich heute dafür entschieden, Pastos zu arbeiten, denn so kann man so ein bisschen die Dickflüssigkeit unter Beweis stellen. Meiner Meinung nach ist wässrige Farbe nämlich absolut nicht zu gebrauchen. Denn während man bei wässriger Farbe mehrere Schichten braucht, es nur schwer verdünnt kriegt, ohne an Farbintensität zu verlieren, hat man bei dickflüssiger Farbe einfach das Gefühl, mehr zu haben, weil man nicht so viele Schichten braucht und weil man die Farbe ganz einfach mit Wasser strecken kann und es trotzdem weiterhin eine schöne, intensive Farbe beibehält. Ist natürlich nicht immer der Fall, aber hier war es der Fall. Also hohes Lob an diese Farben. So, es sind einige Stunden, vielleicht auch einige Tage vergangen, aber ich habe euch meine Meinung zu den Pinseln, den Leinwänden und der Acrylfarbe von Teddy mitgebracht. Und Leute, sie ist gut. Ich bin unheimlich begeistert. Von den Leinwänden war ich ja eh schon immer begeistert. Manchmal sind sie ein bisschen ungleichmäßig, aber ansonsten ist da nichts dran auszusetzen. Ich habe sogar hier nicht mal geprimed und die Farbe hat gut gehalten. Die Farbe war insgesamt super deckend, sehr schön pigmentiert, sie hat sich gemischen lassen, sie ist relativ schnell getrocknet, also ihr müsst euch schon ein bisschen beeilen, aber wenn ihr damit klarkommt, ich komme zum Beispiel damit klar, dann ist das super. Also ja, Farbe absolut weiter empfehlbar, wirklich der Hammer. Und zu guter Letzt die Pinsel. Die Pinsel, Leute, die haben mich tatsächlich am meisten umgehauen. Ich weiß, ich habe die Farbe schon hoch gelobt, aber die Pinsel, die sind wirklich. Also während ich sage, ihr könnt die Farben kaufen, aber ich würde trotzdem immer noch meine Lieblingsfarbe, die Amsterdams oder die Art Creation Farben kaufen, würde ich tatsächlich bei den Teddy Pinseln sagen, dass ich darauf ab sofort zurückgreifen werde. Ich habe bis jetzt immer die Da Vinci Pinsel benutzt und die sind ja recht pricey, aber ich habe tatsächlich qualitativ keinen großen Unterschied gesehen. Sie waren schön gleichmäßig, haben sie gut sauber machen lassen. Sie haben kein einziges Härchen beim Malen der Leinwand verloren. Ich bin hin und weg von den Pinseln. Also ja, für alle da draußen, die sich ein bisschen Geld sparen wollen, aber kreativ unterwegs sein wollen, holt euch die Materialien. Hammer, Hammer. So, und als nächstes möchte ich testen einmal diese getönte Leinwand sowie die im Dunkeln leuchtende Farbe und diese wunderschöne bronzene, goldene Farbe. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich mache einfach ganz, ganz simpel einen Stern hier drauf mit dem Gold natürlich. Und dann, sobald das trocken ist, male ich nochmal drüber mit der Glow in the Dark Farbe, weil die steht getrocknet, transparent. Das heißt, man sieht es nicht, wenn es getrocknet ist. Das heißt, man hat tagsüber einfach einen schönen goldenen Stern und vielleicht abends
einen leuchtenden. Wer weiß? Ich würde sagen, fang einfach mal an. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumüberlegt und habe mir gerade gedacht, es wäre viel cooler, wenn ich mit dem Gold eine Sonne mache und am Himmel einen Stern, damit es tagsüber eine Sonne ist. Und abends einen Stern. Ich finde die Idee cool. Ich habe nicht direkt angefangen, alles auszumalen, sondern habe erst, so vorbildlich wie ich bin, alles schön ausgemessen, damit die Sonne auch schön gleichmäßig ist. Und ja, dann habe ich erst angefangen, die Farbe aufzutragen. Leider war die Farbe im Gegensatz zu den anderen Acrylfarben ziemlich wässrig, wodurch ich wirklich mehrere Schichten gebraucht habe, bis es eine gleichmäßige Masse war. Das hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also das war auf jeden Fall anstrengend, aber letztendlich wurde es dann doch eine sehr schöne Farbe. Während die Sonne dann am Trocknen war, habe ich einen Stern auf ein Blatt Papier gezeichnet und diese ausgeschnitten, damit ich das Blatt am Ende wie eine Schablone benutzen kann. So, ich habe diese Leinwand jetzt auch einen Tag zum Trocknen gegeben und die Farbe ist richtig schön gleichmäßig geworden. Ich bin sehr zufrieden damit. Bis jetzt habe ich insgesamt nicht wirklich was zu bemängeln, außer dass ihr wirklich gucken müsst bei der Leinwand, wie ihr die Farbe und auch Bleistift auftragt. Denn erstens, man kriegt den Bleistift nicht so gut wegradiert, denn wenn man mit dem Radiergummi über diese Leinwand geht, dann bleiben die Fussel vom Radiergummi zwischen diesen Löchern der Leinwand hängen, denn dieser Leinwand ist etwas gröber und die Löcher dazwischen sind etwas größer. Dementsprechend läuft übrigens auch die Farbe manchmal dadurch. Das heißt, man braucht schon einige Schichten und einige Nerven. Aber ich denke, das liegt nicht an der Leinwand, sondern einfach an der Art des Stoffes und ich denke, bei guten Leinwänden wird die dementsprechend auch so sein. Natürlich kann man die Leinwand auch primen, damit das nicht mehr so viel Schichtarbeit ist, wenn es dann zum eigentlichen Bild kommt, aber das würde ja irgendwie den Sinn, eine solche Leinwand zu kaufen, widersprechen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Deswegen war es vielleicht auch etwas anstrengender, aber es hat letztendlich funktioniert. Es hat nur etwas länger gedauert und gerade für so simple Bildchen wie das hier und das wirklich sehr schön aussieht, ist es ja die Mühe wert, oder? Also, wo ich jetzt aber ein bisschen Bammel vorhabe, ist die nachtleuchtende Farbe. Ich habe nämlich gestern ein Kleckschen ausprobiert und sie leuchtet gut im Dunkeln. Aber guck, sie bleibt rosa. Und hier steht, trockene transparent. Das ist nicht transparent für mich, aber naja, wir werden wohl sehen. Ich habe ja jetzt die Schablone ausgeschnitten. Ich klebe sie mal ein bisschen fest. Ich habe echt Angst, dass das pink wird. Da war halt sogar eine weiße, aber ich dachte, wenn es transparent ist, ist es transparent. Also, die nachtleuchtende Farbe ist jetzt drauf. Sagen wir so, ich habe nicht sehr viel Hoffnung, aber wir werden das gleich sehen. Ich werde es jetzt ein bisschen trocknen lassen. Ja, und dann sehen wir uns gleich nochmal, oder besser gesagt, jetzt. So sieht das Endprodukt aus. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich möchte trotzdem jetzt ein paar Worte vorher sagen, bevor wir uns ins Dunkel begeben. Und zwar, tatsächlich ist die Farbe nicht transparent geblieben. Also sie ist transparenter geworden, aber wie ihr sehen könnt, sind hier eindeutig pinke Flecken. Was sehr schade ist, weil ich finde, wenn man es dann aufhängt und man dieses ganze Pinke dadurch sieht, sieht es ein bisschen schmutzig, dreckig, nicht so sauber aus, wie es vorher aussah. Da war auf jeden Fall auch noch so eine weiße Version davon. Vielleicht trage ich die wirklich komplett transparent und ich bin einfach ein bisschen blöd. Aber ja, wir begeben uns jetzt ins Dunkel. Und dann gucken wir mal, ob es überhaupt leuchtet, weil ansonsten bringt das ganze Teil ja eh nichts. Also, los geht's! Okay, also Leute, ich fasse es euch einfach mal schnell zusammen, damit ihr euch nicht zu viel von meinem dunklen Bart geben müsst. Es hat tatsächlich ein bisschen geleuchtet, aber wirklich nur so minimal, dass meine Kamera nichts davon aufschnappen konnte. Ich habe es auch wirklich den ganzen Tag unter einem grellen Licht gelegt, um ganz genau zu sein, unter meinen Softboxen. Und das hätte an sich auch funktioniert, denn der Behälter, wo die Farbe drin ist, die hat geleuchtet, wie ihr sehen könnt. Aber das Bild leider nicht. Ich glaube, es war einfach zu wenig Farbe drauf, aber ich wollte letztendlich doch nicht mehr auftragen. Ich wollte das Bild nicht weiter ruinieren. Also ja, das Bild ist vielleicht misslungen, aber das Produkt funktioniert an sich schon. Ja, und nach diesem Fehlschlag ging es dann weiter mit dem nächsten. Quatsch. Es ging weiter mit dem T-Shirt. Ich habe mich dafür entschieden, auf das weiße Kick-T-Shirt einen kleinen Upper drauf zu packen. Wer Upper nicht kennt, Upper ist der fliegende Bildung von Aang aus der Serie Die Legende von Aang. Es gibt keinen besonderen Grund, warum ich mich für ihn entschieden habe. Ich finde ihn einfach total süß und knuffig und ich wollte gerne ein Upper-T-Shirt haben. So ist fertig und der sieht so böse aus.
Nachdem der Stickring angebracht wurde und ich Appa auf das T-Shirt drauf gezeichnet hatte, habe ich dann mit seinem weißen Fell angefangen. Ich habe mich dafür entschieden, immer ordentlich in eine Richtung zu arbeiten, damit das, wie gesagt, ordentlicher und etwas hübscher aussieht. Aber Realität ist leider, dass es irgendwie schwabbelig aussah und einfach nicht optimal war. Es sah so aus, als würde Appa nach einer Wäsche sterben. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich jetzt allerdings dazu entschieden, das erstmal zu akzeptieren und weiterzumachen. Stört es am Ende doch noch, dann kann ich ja immer noch mal drüber gehen und vielleicht, hoffentlich, kann ich es trotzdem irgendwie mit den anderen Farben wieder ein bisschen ausreichen. Wer weiß, wir werden sehen. Oh nein. Also, Stand der Dinge, mein kleiner Appa ist so gut wie fertig, aber mich stört dieses Gelb-Weiße hier noch, weil das so flapschig ist. Ich glaube, ich gehe da nochmal rüber mit so kleinen Nähten wie hier, in der Hoffnung, dass er dann besser aussieht. Ich weiß nicht, ich bin da nicht ganz hin und weg von dem Kleinen. Übrigens, der sieht im Video total anders aus als in echt. In echt ist er ein bisschen heller und ich finde den echt auch ein bisschen hübscher als im Video. Naja, egal, wir machen jetzt einfach weiter. Also ich bin jetzt mit der weißen Wolle dann nochmal V-förmig über die bereits gestickte Fläche drüber gegangen. Einfach damit es trotzdem weiterhin so ein bisschen pelzig aussieht. Und es hat auch geklappt. Und ich war wirklich, glaub mir, ich war wirklich glücklich. Aber ich war so frustriert und es war so spät und es war so kalt. Und die ganze Verbesserung hat nochmal 1 bis 12 Stunden gedauert. Und ich wollte einfach, dass Appa fertig ist. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Oh Gott. Entschuldigung, den Garderobenwechsel. Es ist ultra kalt geworden. Es ist auch dunkel geworden, deswegen das schlechte Licht. Aber ich habe eigentlich immer schlechtes Licht. Ich habe locker jetzt 7 Stunden an dem kleinen Herrn gesessen. Gefällt er mir? Für den ersten Versuch ist er nicht schlecht geworden. Die Farben sind auf jeden Fall so ein bisschen meh und insgesamt eigentlich der Rest auch. Aber wir probieren das Ding mal an, aber zuerst müssen wir den Rahmen lösen und ich freue mich ein bisschen darauf, den Rahmen zu lösen, weil dann ist das Projekt offiziell beendet sozusagen. Übrigens, ich habe irgendwo online gelesen, dass diese Stickdinger von der Rückseite eigentlich genauso aussehen sollen wie von vorne. Ja, Mission failed, würde ich sagen. Oh, es gefällt mir total gut. Es ist irgendwie voll kribbelig geworden. Ich zieh's mal an, so wie die ganzen TikToker es tun. Alles gut? Hat es gut geschnitten? Also, ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Es ist nicht perfekt, aber das lag auf keinen Fall an den Materialien. Dementsprechend sind die Materialien auf jeden Fall weiterempfehlbar. Wie gesagt, ich bin kein Profi in dem Bereich. Vielleicht sind sie schlecht und laut einem Profi nicht empfehlenswert. Aber wenn ihr Anfänger seid, genau wie ich, kann ich weiterempfehlen. Es ist auf jeden Fall machbar. Ja, um meine wechselnde Meinung hier mal kurz zu erklären. Im Stickrahmen sah Appa irgendwie ein bisschen komisch aus. Der Fokus lag wirklich auf Appa alleine, inklusive seine Fehler. Als ich allerdings dann das T-Shirt angezogen hatte, der Stickrahmen weg war, da hat man auch auf andere Sachen geachtet, wie beispielsweise auf die restlichen Klamotten, die ich anhatte, auf meine Haare, auf mein Gesicht. Appa war ab dem Moment nur noch ein Detail. Und in den 0,3 Sekunden, die man dann auf Appa schaut, während man mich beobachtet, da sieht man halt einfach die Fehler nicht. Und da hat sie mir dann doch sehr gut gefallen letztendlich. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, habe ich mich nochmal daran ausprobiert. Diesmal allerdings nur die Outlines. So, das zweite Mal bin ich auch wirklich zufrieden. Es ist wesentlich besser geworden, aber ich glaube, das liegt einerseits einfach daran, dass ich es mittlerweile ein bisschen raus habe. Ich meine, es ist mein zweites Werk, nicht mehr mein erstes. Und zweitens ist der Stoff einfach besser zum Besticken. Es hat einfach besser funktioniert. Ist nicht so schnell gerissen. War cool. Hat mir gefallen. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Endergebnis. So, und zum letzten testen wir heute die Textilstifte. Ich bin ehrlich, ich war ein bisschen böse und habe sie schon mal aufgemacht, weil nachdem ich sie gekauft habe, ist mir das aufgefallen. Und zwar dieses Bild hier. Ich dachte am Anfang, das hier wäre der Deckel. Aber dann habe ich gesehen, dass der Deckel hier daneben liegt.
Dementsprechend muss das die Spitze sein. Und dann dachte ich mir, es kann doch nie im Leben die Spitze sein, so eine stumpfe Spitze, was will man damit zeichnen? Deswegen habe ich nachgeschaut. Und Leute, es ist tatsächlich die Spitze. Was will man damit machen? Oh ja, ich habe sie gekauft, deswegen werde ich sie auch testen. Mein erster Eindruck ist dementsprechend nicht der beste. Aber wir werden sehen, umso mehr können sie mich überzeugen am Ende. Los geht's. Ja, ich habe lange überlegt, was ich jetzt genau mit diesen Teilen malen soll. Ich meine, ich bin wirklich sehr eingeschränkt. Ich habe mich dann letztendlich für ein Seerosenbild von Monet entschieden. Ich weiß, es ist eine sehr unkreative Entscheidung. Aber mir ist einfach nichts Besseres eingefallen, was man mit diesen Stiften malen kann. Man muss ja irgendwie davon ausgehen, dass es unordentlich und sehr grob sein wird. Und ich wollte nicht einfach nur eine Fläche bunt anmalen. Ich wollte schon irgendwie ein Bild auf dieser Tasche haben. Deswegen ein Seerosenbild von Monet. Um die Konsistenz dieser Stifte zu beschreiben, ist es wirklich 1:1, so wie Lippenstift. Es war wirklich sehr, sehr, sehr komisch. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich sehr schnell an diese Konsistenz gewöhnt habe. Und diese Stifte waren insgesamt einfach sehr intensiv von der Farbe. Sie ließen sich gut mischen. Es war schon schön mit anzusehen, wie schnell und einfach sich so ein Bild entwickelt hat. Es wäre halt trotzdem cool gewesen, wenn man sie etwas spitzer gemacht hätte, damit ich auch Details, wie zum Beispiel die Schatten oder die Seerosen, besser hinbekommen hätte. Aber ich muss sagen, ich finde es nicht super schlecht. Mir gefällt das Bild letztendlich echt ganz gut. Und ja, Es ging. Ich bin zufrieden, aber es blieb nur mal anstrengend. Als ich dann fertig war mit dem Bild, habe ich das ganze Bildchen abgedeckt, erstmal gebügelt. Das dauert 3 bis 4 Minuten, war ganz schnell vorbei und danach war das Bild fertig. Insgesamt kann ich sagen, dass ich echt doch noch ganz überrascht war von Stiften. Ich meine, ich hatte ja absolut keine Erwartungen. Deswegen war es recht einfach, sie zu übertreffen. Aber dennoch, ich glaube, auch wenn ich Erwartungen hätte, wäre ich nicht unzufrieden gewesen. Empfehlen würde ich sie allerdings wirklich nur Kinder oder wenn du sehr grobe, große Flächen damit bemalen willst. Für so kleinere, detailliertere Sachen ist es nicht so optimal. Aber ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mit den kleinen Tricks und Tipps anfangen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Projekt ihr am coolsten fandet und welche Sachen ihr von Teddy empfehlen könnt und von welchem man auf jeden Fall die Finger lassen sollte. Danke, dass ihr bis zu diesem Punkt dran geblieben seid. Seid auf jeden Fall auch nächste Woche wieder dabei, wenn es um Kunst und Kreativität geht. Und ja, bleibt gesund. Man sieht sich. Tschüssi!